Hi, herzlich willkommen bei Deutsch mit Inap. Im letzten Video habt ihr das Perfekt mit regelmäßigen Verben gelernt. Ihr habt auch gelernt, wie man das Partizip 2 bildet. Heute geht es um das Perfekt mit unregelmäßigen Verben. Ihr lernt sehr wichtige unregelmäßige Verben für das Niveau A1, das Partizip 2 von den Verben und natürlich Sätze im Perfekt. Lernt auf jeden Fall die ganzen Sätze. Los geht's! Und wir beginnen direkt mit ein paar Sätzen im Präsens und im Perfekt. Ein Satz im Präsens, zum Beispiel: Ich trinke Kaffee. Und dieser Satz im Perfekt ist: Ich habe Kaffee getrunken. Habe ist das Hilfsverb haben und hat die zweite Position. Getrunken ist das Partizip 2 vom Verb trinken und steht am Satzende. Wie ihr seht, haben die unregelmäßigen Verben die Endung en im Partizip 2. As you can see, the irregular verbs have the ending en im Partizip 2, in the past participle. Ein anderes Beispiel: Ich fahre nach Hause. Und im Perfekt: Ich bin nach Hause gefahren. Bin ist das Hilfsverb sein und hat die zweite Position. As I mentioned before in my previous video, that some verbs require the Hilfsverb, the helping verb sein, and most of the verbs require the Hilfsverb haben. We'll talk about that in the next video in detail. Gefahren ist das Partizip 2 vom Verb fahren und steht am Satzende. Und nochmal die Endung en für unregelmäßige Verben im Partizip 2. Und jetzt lernt ihr zuerst Partizip 2 von einigen unregelmäßigen Verben. Unregelmäßige Verben haben die Endung en im Partizip 2. Zum Beispiel das Verb essen, das Partizip 2 gegessen. Und es braucht das Hilfsverb haben, hat gegessen. Always learn the verbs together with their Partizip 2 and the helping verb. Hat gegessen means it requires the verb haben, which needs to be conjugated according to the subject. Und wiederholt gern nach mir. Feel free to repeat after me. Das Verb trinken. Partizip 2 getrunken, hat getrunken. Schreiben, geschrieben, hat geschrieben. Sehen, gesehen, hat gesehen. Lesen, gelesen, hat gelesen. Singen, gesungen, hat gesungen. As you can see, irregular verbs are the tricky ones since there are some changes in the vowel of the verb stem. That's why they have to be memorized. Let's move on. Kommen. Und Partizip 2, gekommen. Ist gekommen. Dieses Verb braucht das Hilfsverb sein. Gehen, gegangen, ist gegangen. Fahren, gefahren, ist gefahren. Fliegen, geflogen, ist geflogen. Schlafen, geschlafen, hat geschlafen. Stehen, gestanden, hat gestanden oder ist gestanden. In the north part of Germany they say hat gestanden and in the south they say
ist gestanden. And as you can see, some verbs require das Hilfsverb sein, the helping verb sein. And for now, just memorize the verbs with their participle and the helping verb. In the next video, I'll be talking in detail about the perfect tense using the helping verb sein. For now, let's move on with some sentences. Ich esse Nudeln und Salat. Und dieser Satz im Perfekt ist: Ich habe Nudeln und Salat gegessen. Das Verb essen, Partizip 2, gegessen. Und das braucht das Hilfsverb haben. Ich habe. Lisa liest sehr gern. Und im Perfekt: Lisa hat sehr gern gelesen. Das Verb lesen, Partizip 2, gelesen am Ende und das Hilfsverb haben, konjugiert Lisa hat. Wir sehen einen Film. Und dieser Satz im Perfekt ist: Wir haben einen Film gesehen. Bianca schreibt ein Buch. Und dieser Satz im Perfekt ist: Bianca hat ein Buch geschrieben. Tina singt gut. Tina hat gut gesungen. Wann kommst du nach Hause? Dieser Satz im Perfekt ist: Wann bist du nach Hause gekommen? Kommen, Partizip 2, gekommen. Und dieses Verb braucht das Hilfsverb sein. Und Du-Form von sein, bist, du bist. Wann bist du nach Hause gekommen? Gehst du zu Fuß zur Arbeit? Und dieser Satz im Perfekt: Bist du zu Fuß zur Arbeit gegangen? Und auch hier das Verb gehen, Partizip 2, gegangen. Und das Hilfsverb sein, Du-Form, du bist. Bist du zu Fuß zur Arbeit gegangen? Ich fahre mit dem Bus nach Berlin. Ich bin mit dem Bus nach Berlin gefahren. Auch hier fahren, Partizip 2, gefahren und das Hilfsverb sein, ich bin. Ich bin mit dem Bus nach Berlin gefahren. Wir fliegen nach Spanien. Wir sind nach Spanien geflogen. Schläfst du lange? Hast du lange geschlafen? Und hier das Verb schlafen, Partizip 2 geschlafen, mit dem Hilfsverb haben, hast du. Und jetzt lernt ihr das Partizip 2 von einigen trennbaren Verben, zum Beispiel ankommen. Präfix nach vorne, an, und dann das Partizip 2 von kommen, gekommen. Angekommen. Ist angekommen indicates that this verb requires the helping verb sein im Perfekt. Aufstehen. Auch hier Präfix nach vorne und dann das Partizip 2 von stehen, gestanden. Aufstehen. Aufgestanden. Ist aufgestanden. Einladen. Eingeladen. Mit dem Hilfsverb hat eingeladen. Abfahren, abgefahren. Zusammen mit dem Hilfsverb ist abgefahren. Fernsehen, ferngesehen. Hat ferngesehen. Präfix ge und Endung en. Und jetzt einige Beispielsätze. Ich komme um 9 Uhr an. Im
Perfekt. Ich bin um 9 Uhr angekommen. Ihr seht hier das Verb ankommen, Partizip 2 angekommen und das Hilfsverb sein, ich bin. Wann stehst du auf? Im Perfekt. Wann bist du aufgestanden? Ladet ihr viele Freunde zur Party ein? Und dieser Satz im Perfekt. Habt ihr viele Freunde zur Party eingeladen? Am Wochenende sehe ich fern. Dieser Satz im Perfekt. Am Wochenende habe ich fern gesehen. Und jetzt lernt ihr das Partizip 2 von einigen nicht trennbaren Verben, zum Beispiel bekommen. Partizip 2 ist auch bekommen, hat bekommen. Verlieren, verloren, hat verloren. Vergessen, vergessen, hat vergessen. Empfehlen, empfohlen, hat empfohlen. Gefallen, gefallen, hat gefallen. Verben mit diesen Präfixen sind nicht trennbar und sie brauchen kein GE im Partizip 2. Ich bekomme viele Geschenke zum Geburtstag. Dieser Satz im Perfekt. Ich habe viele Geschenke zum Geburtstag bekommen. Wir verlieren das Spiel. Wir haben das Spiel verloren. Laura vergisst ihr Handy zu Hause. Laura hat ihr Handy zu Hause vergessen. Das T-Shirt gefällt mir. Und dieser Satz im Perfekt. Das T-Shirt hat mir gefallen. Danke fürs Zuschauen bis zum Ende. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt. Und nochmal als Hinweis, lernt die Verben immer zusammen mit dem Partizip 2 und dem Hilfsverb. Versucht, Sätze zu bilden. Im nächsten Video geht es um das Perfekt mit dem Hilfsverb sein. Bis dann, mach's gut, tschüss!